Hallo liebe Zuschauer, das ist Philipp Döschel. Servus. Der arbeitet bei FTG Entertainment, hat den ganzen Laden mitgegründet. 15 Jahre alter Mobile Publisher aus München, wenn ich das richtig sehe. Genau, ein Produzent auch. Ja, und die greifen jetzt nach dem PC und der Konsole und haben sich dafür in Frankreich ein kleines Jump'n'Run-Juwel von Kickstarter weggeschnappt. Genau. A Monster Boy and the Cursed Kingdom heißt das und wir schauen es uns jetzt an. Jump'n'Runs beginnen immer angenehm, simpel, storymäßig. Genau, und das ist auch der ganz klassische Anfang aus den alten Monster World Spielen. Und, Monster Boy Spielen. Monster World. Die hießen Miracle Boy und Monster World? Wie hieß das ursprünglich? Nee, als erstes gab es Wonder Boy. Wonder Boy, das stimmt. War dieses Jump'n'Run Arcade Spiel mit dem ein Unterhosenjunge und einen blonden Haaren. Ich erinnere mich, das war meine Gaming-Frühzeit. Genau. Und danach ist es eine Abenteuerserie geworden und hieß dann auch Monster World. Tatsächlich, das ist, ich habe nicht gedacht, dass es eine Serie ist. Ich habe das damals gespielt, das allererste, und auch nicht gut gekonnt, ich war viel zu klein und habe dann diese Serie. Das war auch sauschwer. Oh ja. Hab die Serie dann komplett aus den Augen verloren. Ja, es war vor allem in Japan und in den USA und beim Portzockern und so eine sehr beliebte Serie. Die haben auch damals schon viele Elemente kombiniert von Jump'n'Run, Adventures, RPGs und so. Und die hat dann auch leider Anfang der 90er dann irgendwann aufgehört, die Serie. Ist auch eine bisschen komplizierte Serie, weil gibt es Monster World, dann wurde es aber teilweise neu lizenziert oder rebrandet, dann hieß es Bikuriman in Japan teilweise, dann gab es in Brasilien dann zum Beispiel, hieß es Monika oder sowas. War alles dasselbe Spiel, nur ein bisschen andere Sprites. Ganz lustige Anekdote zu der Serie. Und nun ist es ja so, dass ihr euch das Spiel nicht ausgedacht habt, sondern der französische Indie-Entwickler Game Atelier arbeitet dran. Genau. Und es ist auch so eine Art inoffizielle Fortsetzung, heißt deswegen jetzt auch... Ganz so inoffiziell ist er eigentlich nicht. Also es fing an, dass die Jungs von Game Atelier überlegt haben, was sie als nächstes machen. Und das sind große Wonderboy-Fans und dachten sich, irgendwie gibt es keine Spiele, die in die Richtung gehen. Und haben halt dann angefangen, an ursprünglich Flying Hamster 2 zu arbeiten. So hieß es. Flying Hamster 1 eigentlich mit Shoot'em Up. Und der zweite Teil hätte, abgesehen vom Charakter und der Welt, nicht viel mit dem ersten Teil zu tun gehabt. Aber es war dann das Spiel, was dann auf Kickstarter gelandet ist. Was sich auch damals schon ziemlich geliebt hat, erfreut hat. Und die sind zu der Zeit auch schon in Kontakt mit Ryuichi Nishizawa gekommen, der Serienerfinder ist in Japan. Haben sie seinen Segen bekommen? Genau. Die haben quasi seinen Segen bekommen und haben auch bei den Originalmusikern von damals angefragt und die waren dann auch dabei. Und wir kannten Game Atelier zu dem Zeitpunkt schon, waren immer wieder in Kontakt mit denen, wollten eigentlich schon immer mal mit denen zusammenarbeiten. Und da wir mit Oceanhorn dann fertig waren zu dem Zeitpunkt, und das Spiel draußen war und lief und so, dachten wir uns, okay, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen und haben immer angefangen, mit denen darüber zu reden, wie es eine Möglichkeit geben würde, zu kooperieren, weil das ein Spiel ist, auf das wir selber sehr Bock haben. Und ja, dann ist irgendwann Monster World raus geworden. Also ein Kickstarter abgebrochen und... Für euch abgebrochen? Genau.
Sehr gut. Und für eigentlich für alle. Meine, ja. So schön Kickstarter ist, es ist ja echt eine gute Sache, Kickstarter, aber es ist auch nicht ganz so einfach. Ne? Du darfst auch nicht vergessen, dass das ganze Geld, das du über Kickstarter kriegst, ja nicht in die Produktion läuft, sondern musst da, wir gehen ja glaube ich schon 10% für Nebenkosten drauf, dann musst du das ganze Swag machen und für die eigentliche Produktion bleibt dann, keine Ahnung, irgendwie so 50-60% übrig von dem, was du kriegst. Und das ist der Grund, dass sie die Kampagne lieber abgebrochen hat, um die Kohle komplett da reinzustecken? Ja, nee, der Grund war, dass wir einfach auch einige Argumente im Petto hatten, wieso es besser ist, mit uns zusammenzuarbeiten und einfach die Kräfte zusammenzulegen. Witzig. Auf jeden Fall ein interessanter Move und bis jetzt hier am Anfang ein sehr traditionelles Jump'n'Run. Also ja. Ein bisschen hüpfen, die klassische Top-Down-Attacke. Das Spiel wird im Spielverlauf aber ein bisschen anders und du hast Cheats vorbereitet und wir schauen jetzt mal in einen anderen Bereich, würde ich sagen. Und okay. Du erklärst mir was. Okay, oder wir schauen hier noch ganz kurz weiter, weil wie du siehst, hast du oben rechts die Geldanzeige. Du brauchst 10 Münzen, damit du dir hier in dem Shop... Ich habe mir bereits die Schuhe gekauft. Ach, du hast sie schon? Ja, ich weiß bloß nicht, wie sie mitmachen sollen. Drück mal Start. Genau, und wenn du jetzt RB drückst, dann kommst du irgendwann zu den Schuhen. Genau, hier kannst du dann die Heavy Boots ausrüsten. Und die machen dich schwer. Und wenn du mit schweren Schuhen ins Wasser fällst, gehst du unter. Macht das Spiel so ein bisschen einen auf Zelda? So, neue Items eröffnen dir neue Wege und Abkürzungen und all sowas? Genau, also wie gesagt, das ist wirklich so eine Mischung zwischen Jump'n'Run, Adventure, Rollenspiel. Da sind ganz viele Elemente drin, die man schon kennt aus anderen Spielen. Aber auch neue Sachen und gibt extrem viel Gegenstände, die auch die Umgebung dann beeinflussen zum Beispiel oder die dir neue Fähigkeiten geben, einfach so diesen Abenteuercharakter wiedergeben. Und jetzt habe ich ein Schild, welches reflektiert. Und ich weiß genau, welchen Feuerball ich reflektieren werde damit. Nee, das fängt gut an. Dann würde ich aber sagen, trotzdem springen wir mal ein bisschen weiter hinten ins Spiel und schauen uns ein paar andere Spezialeigenschaften und Features an. Genau, also hier ist man jetzt mit dem Frosch unterwegs. Das ist eine der 6 Verwandlungen oder 6 Formen, die es insgesamt gibt. Kann man diese Verwandlung, sind die von der Story vorgegeben oder kann ich die sind von der Story vorgegeben. Okay. Du kannst sie aber, sobald du sie hast, frei hin und her wechseln mit L und R. Ah ja. Genau, also jetzt hast du das Schwein auch, das ist die erste Verwandlung, die Schlange ist die zweite und der Frosch ist der dritte. So, der Frosch, weise mir mal den Weg hier rein. Nach links. Nach links, okay. Da war ein Rennen. Genau, der Frosch, der hat, seine Haupteigenschaft ist die Zunge, mit der Sachen fangen kann unter anderem oder sich hangeln kann. Und so jede Verwandlung hat auch wirklich ihre eigenen Eigenschaften. Zum Beispiel das Schwein, was wir gerade gesehen haben, das kann keine Ausrüstung tragen. Keine Rüstung, keine Schwerter, gar nichts. Dafür kann es Magie. Und kann geheime Sachen erstüffeln. Mit Y kannst du die Zunge machen. Genau, kannst du nicht schwingen. Na ja, genau, sehr gut. Jetzt wird's knapp. Du hast es vorhin kurz demonstriert in der Vorbereitung, das wirkte sowas von routiniert, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Aber das kommt halt davon, wenn man ein Spiel und nur ein Spiel zockt die ganze Zeit. Ist es euer einziges Projekt, was zurzeit so aktiv in der Pipeline vor sich hin brodelt? Nee, also wir arbeiten derzeit an einigen Spielen. Wir haben insgesamt sitzen bei uns 4 Produzenten, die Projekte, das ist gemein, die an Projekten arbeiten. Ocean One war jetzt das erste Konsolenspiel, was rausgekommen ist, vor 2 Monaten. Und wir arbeiten auch noch an 2 weiteren Projekten, die auch auf Konsole kommen werden. Kann ich leider derzeit nicht sagen, was. Aber so farbenfrohe, klassische, bisschen retro angehauchte Dinger sind schon so euer Ding, habe ich den Eindruck. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, an der wir sehr viel Spaß haben. Wir schauen aber gerade auch so ein bisschen auf die Zeit nach Monster Ball, was heißt die Zeit nach Monster Ball, was wir halt als nächstes für ein großes Projekt machen. Und da kann es schon gut sein, dass es in Richtung 3D geht. Bin gespannt. Ich auch, weil wir wirklich derzeit noch keine Ahnung haben, was wir als nächstes machen. Und ich bitte dich jetzt mal, weil ich hier weiter nur versage, cheate mich doch mal zu dem nächsten interessanten kleinen Punkt im Spiel. Alles klar. Genau, hier bist du jetzt mit dem Schwein unterwegs.
da müsstest du nach links weitergehen. Da bist du jetzt in einem magischen Wald. Du hast jetzt auch schon Magie, die du unten links sehen kannst, die du mit Y benutzen kannst. Du hast einen Blitz und mit RB, LB kannst du die Zaubersprüche durchwählen. Und Bumerang gibt es noch, dann Feuerball und so. Tornado. Das wirkt alles ganz putzig. Kannst du mir ein bisschen was zum Umfang des Spiels sagen? Und den Plattformen, für die es erscheinen wird? Also im Umfang sind wir uns nicht so ganz sicher. Es wird irgendwas so zwischen 10 und 15 Stunden werden, höchstwahrscheinlich. Wir sind jetzt gerade dabei, wirklich das komplette Spiel nochmal umzukrempeln, von vorn bis hinten, schauen uns jeden Screen an, gehen alles durch und überarbeiten dann auch alles nochmal, wo noch was überarbeitet werden muss. Und vielleicht fliegen dann auch nochmal die ein oder anderen Umgebungen raus, weil wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Und deswegen, wir wissen es einfach nicht so genau. Plattformen, als erstes Konsolen und danach PC. Auch Nintendo Switch, habe ich vor kurzem erfahren. Ja, hast du das? Ja. Ich habe Konsolen gesagt, da kann sich jetzt jeder denken, was das heißt. Oh, da ist aber jemand jetzt schon sehr ausweichend, den werde ich gar nicht erst weiterfragen. Sicherlich gute Verschwiegenheitserklärung. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, also, ja, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Genau, wenn du diese Wäldchen da siehst, da kannst du mit B deine Nase nutzen und schnüffeln und versteckte Sachen erschnüffeln. Da können dann irgendwelche Geheimgänge sein oder irgendwelche Items. Geht rechts noch weiter. Stimmt, da war noch eine Schnüffelstelle. Was spiele ich hier eigentlich? Das wirkt alles relativ... Oh mein Gott, das sind ja überhaupt keine Items, das sind Gegner. Vielen Dank. Vielleicht kommt bald ein Item. Was spiele ich hier eigentlich? Was ist das für eine Version? In welchem Status befindet sich das Spiel? Ist es schon die Beta? Ist es noch eine Alpha? Naja, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, was Alpha ist, was Beta. Irgendwie jeder definiert es anders für sich. Also es ist auf jeden Fall, sind so gut wie alle Features drin. Wir arbeiten gerade noch in dem einen oder anderen Boss und überarbeiten den. Diese Kamerageschichten, die wir gerade gesehen haben, das ist noch ein großes Ding, an dem wir arbeiten. Genau, da muss man auch wieder schnüffeln. Genau, jetzt gibt es eine neue Magic. Das sind magische Trüffeln, die das Trüffelschwein quasi finden kann, essen und dann kriegt es die neue Fähigkeit. Ja, dann sind wir noch dabei, die Hintergründe zu überarbeiten, neu zu machen teilweise, die ganze Stimmung noch mal ein bisschen polischen, dass einfach alles noch ein bisschen hochwertiger rüberkommt. Einmal, wenn du dich jetzt zum Beispiel da oben rechts hinstellst und dann Y drückst und einen Wirbelwind runterwirfst, dann macht ihr die Arbeit für dich. Ah, die klassische Mario Turtle Shell Geschichte. Genau. Also insgesamt haben wir schon noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Wann wollt ihr denn rauskommen mit dem Spiel? Gibt es da schon einen festen Termin oder irgendwelche Wünsche und Gedanken? Wir haben schon öfters irgendwelche Termine oder so grob Monate angesagt, die dann irgendwie doch gemerkt haben, ja. Jetzt seid ihr schlauer geworden. Ja, also wir gehen jetzt derzeit vom zweiten Quartal aus und hat ja auch lange genug gedauert. Das Ding ist doch schon seit 2010, 2011? Nee. Das ist seit was war das? So drei Jahre ungefähr, dreieinhalb Jahre ungefähr arbeitet Game Atelier schon dran und wir seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Ungefähr ein Jahr gearbeitet in dem Spiel, bevor wir dazu gekommen sind. Sehr schön. Gibt es noch irgendeine Sache, die du mir zeigen willst? Vielleicht noch zum Schluss irgendwas völlig anderes, einen kleinen Teaser vielleicht auf irgendeinen anderen Charakter? Und das habe ich vom Trailer gelernt. Das kann ich selbst. Moment. Ah! Sehr gut. Das bringt mir hier bloß nichts. Aber das ist die Fähigkeit der Schlange. Das ist eine der Fähigkeiten der Schlange. Also die Schlange kann natürlich auch keine Ausrüstung tragen. Die kann auch keine... Oh mein Gott. Die kann nur für die Schlüssel schlucken. Und damit von A nach B wandern. Sehr gut. Ich habe mich gestern an der Stelle ziemlich angestellt, als ich die Version nochmal getestet habe. Und die Schlange kann auch mit Y Gift spritzen und Gift spucken. Der sie unterschiedliche Sachen machen kann. Und ich weiß nicht, hast du schon, wenn du auf B drückst? Ah ne, das war nur eine Demo. Kannst
später lernst du dann noch einen Dash mit der Schlange, mhm. mit dem du dann durch diese Blöcke, die wir gerade gesehen haben, unten rechts dashen kannst. Die Schlange, wenn du mit der auf diese, geh nochmal zurück, hier auf diese Kristalle spuckst, dann fängt das Leuchten an. Ah. Und hier sind ein paar Kristalle versteckt, die man gerade schwer sieht. Da ist einer, genau. Da ist noch einer. Links. Genau. Und oben ist noch einer. Am besten links rum über diesen Sprungblock. Gibt es eigentlich eine Story, abgesehen davon, dass irgendwie Ungeheuerliches passiert in der Welt des Spiels? Klar. Also die Story ist, du fängst halt an, das haben wir ja gesehen am Anfang, ja. Sitzt du beim Angeln und auf einmal kommt dein Onkel auf dem Fass dahergeflogen, der irgendwie alle verzaubert und irgendwie ein bisschen Unruhe stiftet. Und deine Aufgabe ist dann herauszufinden, was passiert, wieso dein Onkel durchdreht und den Frieden wiederherstellen im Königreich. Und dein Onkel verwandelt alle im Königreich in Tiere, unter anderem auch dich, nach dem ersten Boss. Oh mein Gott, und das Spiel schmiert ab. Haben wir Launcher.exe? Ist es das? Ist es das? Tatsache. Ha! Tja. Ein seltener Crash passiert. Und wie schön, das ist ein schöner Einblick in die Welt der Spieleentwicklung. Ab und zu schmiert so eine unfertige Version auch mal ab. Passiert. Und damit haben wir das perfekte Ende für das kleine Video. Danke dafür, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in Monster Boy in the Cursed Kingdom. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao, Servus.